Nee, jetzt gehen wir erstmal düngen, ne? Können wir das mit dem Trecker machen? Ja, wa? Kann der doch, oder? Der kann doch die Streukarre ziehen, ne? Wo steht die? Die steht da drüben, ne? Naja, naja. Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 22 hier bei uns im Niemandsland. Und ja, jetzt bin ich hier zurückgefahren zu dem Feld und siehe da, unser Kollege ist auch fertig. Dann kann der ja da weg. Boah. Ist das viel. Na, ich kann ja jetzt gleich mal ein bisschen nacharbeiten. So viel ich das nämlich gesehen habe, hat er wieder ein bisschen geschlampt. Ich sehe hier schon gleich so ein kleines Ötzelchen hier. Den werden wir jetzt direkt mal reparaski. So, Ötzelchen ist auch weg. Das gucken wir mal nochmal eben hier. Dann haben wir das gleich fertig. Da leuchtet doch auch was, da vorne. Irgendwas. Ah, da hat einen Riesenstreifen gemacht. Das liegt an dem Baum da, ne? Ja. Auch komisch. Aber gut. Kriegen wir hin. Man könnte auch hier so ein bisschen Vorgewände machen, aber ich weiß nicht, ob ich den Sammler da irgendwie solche Sachen, nicht, dass der meint, der müsste deswegen irgendwelchen Quatsch machen. So, hier nochmal rüber. Das war's, oder? So. Haben wir sonst noch jemanden ohne Fahrschein? Ich guck mal da drüben noch eben. Ach, das soll mal zu Rande kommen hier mit den großen Feldern und den kleinen Maschinen. Weil es geht nämlich dann schon ans Düngen. Da können wir hier den kleinen Steier, glaube ich, ganz gut für nehmen, ne? Den Düngeranhänger kann er dort ziehen, oder müsste? Ja. Naja. Nee, ist so, sehe ich nichts mehr. Das scheint hier alles in Ordnung zu sein. Doch, hier ist so ein ganz kleiner. Ah, jetzt sieht man das erst, da ist noch mehr. Hier. Ne, und hier. Noch was? Jetzt bin ich einmal dabei. Ja. Hier regelmäßig lässt er so Streifchen stehen hier. Die wollen wir aber nicht. Wir wollen das ordentlich haben. So. Oh. So. So sieht die Welt doch schon gleich viel besser aus. Ja, und im Übrigen dann auch mal herzlichen Dank für eure Kommentare letztens. Hätte ich in der letzten Folge schon sagen können, weil ich habe immer noch hier den 6.3. Habe ich ja gerade erst aufgenommen. Bezüglich meiner Erwähnungen kürzlich, von wegen da so ein bisschen die Luft raus und mal gucken, ob ich hier eine Pause mache oder so. Nein, also, das haben auch einige geschrieben, oh, ich möchte halt gerne weiter gucken und mir wird was fehlen, müsste ich was anders gucken und Mensch, ne? Haben einige geschrieben und ich werde das nicht einstampfen hier oder Pause machen, aber ein kleines Aber gibt es schon. Tatsächlich, ich muss mal so ein bisschen vom Landwirtschaftssimulator weg, weil jetzt um tägliche oder auch jeden zweiten Tag Folgen hinzukriegen, bin ich wirklich ewig immer wieder damit dran. Und deswegen mache ich das so, dass ich auch die Landwirtschaftssimulator-Folgen jetzt mal für eine Weile jeden dritten Tag mache. Also die kommen jetzt dann jeden dritten Tag. Das bleibt nicht so, aber das ist vorübergehend so, vielleicht bis zum Sommer oder durch den Sommer oder so. Ich weiß ja noch nicht, wie es weitergeht. Aber jetzt machen wir auch erstmal jeden dritten Tag. Hat auch noch einen zweiten Grund, nämlich die drei Staffeln, die jetzt gerade laufen. Die anderen beiden kommen jeden dritten Tag. Landwirtschaft ja bisher jeden zweiten Tag. Und so ist das dann immer, an manchen Tagen kommen zwei Videos und an manchen Tagen kommt überhaupt gar keins. Und wenn ich jetzt hier den Landwirtschaftssimulator auch auf, nein, das wollte ich nicht, aussteigen wollte ich, auf jeden dritten Tag mache, dann ist es so, dass jeden Tag ein Video kommt. Ein Tag Landwirtschaftssimulator, am nächsten Tag beispielsweise Subsistence und dann kommt Scum und dann wieder Landwirtschaftssimulator, sodass jeden Tag ein Standard regelmäßiges Video kommt.
das ist auch mit ein Grund, dann habe ich da so ein bisschen Ordnung drin und dann habe ich ja auch vor, noch ein paar andere Dinge mal zu machen, so wie Bock. Ne? Also da kommt für Second Life jetzt bald mal noch was, da bin ich noch mit Vorbereitung und Recherchen noch mit. Hallo? It's raining. It's raining, man. Halleluja. Habe ich das an? Nee, machen wir an. Muss ich den runtersetzen? Jupp. Auf geht's. So, dann mach du das jetzt hier aber richtig. Der ist jetzt auf seinem Weg. Das ist gut so. Und dann können wir nämlich den kleinen Flug wegbringen und dann drüben schon mal düngen. Weil hier müssen wir auch kalken, aber sowieso ja auch erst alles düngen. So, dann komm mal mit. Machen wir das erstmal klar. Ach ja, Scheibenwischer an. Ernten geht nicht im Regen, aber wir haben ja jetzt im Moment auch nichts zu ernten. Da ist ja nur noch die Zuckerrüben, die glaube ich erst im Oktober geerntet werden können. War doch so, ne? Oder September? Nee. Nee, Oktober, ne? Gucken wir gleich mal nach. Sonst wäre das schon doof, dass das regnet. Ach Mensch, guck mal, hier haben wir schon Herbst. Und real bin ich gerade mal so richtig froh, dass wir jetzt auf den Frühling zugehen. Wir haben jetzt inzwischen fortgeschrittenen März. Es wird bald. Es ist immer noch ziemlich kalt. So. Boah, wir haben nachts noch den Frost und alles. Oh. Aber bald sollte das mal besser werden. Ich freue mich schon darauf, wenn so zur Sommerzeit die ersten Kohlmeisen so richtig singen. Pass auf, das machen wir denn eben sauber. Dann ist das hier alles fertig. Naja, hier nicht. Jetzt habe ich mich total verhunzelt. Ich muss dahin. Und dann wieder frühlingshaft wird, dass ich ja öfter mal auch an den Strand gehen kann. Fischbrötchen verdrückt. Das macht man ja im Winter nicht so gerne. Also ich zumindest nicht. Gerade hier an der Küste, wenn man da im Februar, wo sowieso schon Minustemperaturen sind, wenn man dann noch an den Strand geht, da geht ein Wind, da, ey, boah, das pulst mir so Schuss aus. Ich kann euch sagen, da sind gefühlte minus 40 Grad manchmal. Das ist richtig, richtig fies. Ich bin so empfindlich an Hals und Ohren. Reparieren. Und wenn wir schon mal dabei sind hier, komm, raus mit der Kohle. Na? Ja, ja. So wie sich das jetzt hier anhört, so hört sich das am Strand auch an, nur noch ein bisschen lauter. Ich habe ja immer noch nicht geguckt, wie es denn aussieht hier mit unserem, mit unserer Silage, ne? Fünffache Zeit, da dürfte jetzt nicht ewig lang gehen mit dem blöden Regen hier. Ich würde sagen, bevor ich anfange mit der Düngerei, bringen wir doch erstmal. Ja, müssen wir von hier vorne machen, das geht halt nicht. Bringen wir doch erstmal das Gemüse rüber, dass die zweite neue Produktionsstätte auch ihre Arbeit aufnehmen kann. Würde ich sagen, wäre durchaus nicht die schlechteste Idee. Klingt nach so was Ähnlichem wie einem Plan. So. Mal in die Halle bringen, damit das nicht rostet hier im Regen. Aber ich glaube, das würde nicht viel helfen hier, die Halle gegen Rost. Ach nee, ich muss anders schalten. So. Und anders lenken. Ich vertüttel das immer. Wenn ich von vorne gucke, dann mache ich das falsch, ne? Ist zum verrückt werden. Schmeiß ab das Ding. Geschaltet hat sie. So ist es gut. So ist es gut. So, und jetzt bringen wir Gemüse weg. Und dann müssen wir uns um die Düngeritis kümmern da. Hoffentlich haben wir genug Mineraldünger. Ja, ne? Der war doch so sparsam. Das klappt schon. Kalk geht so schnell weg. So war das. Ich habe so den Eindruck, wenn ich so tue, als wenn ich gar keine Sorge hätte, dass das mit dem Schalten nicht schief gehen könnte. So ganz entspannt einfach mal auf die Leertaste titschen. Dann macht sie das. Aber wenn ich denke so, oh, ich bin verkrampft, hoffentlich klappt das jetzt nicht wieder so ein Gangschaltungsärger. Dann, sagt Murphy, jetzt wolltest du es. Jetzt kriegst du es. Du willst es, du kriegst es. So ungefähr. Könnt ihr mir auch folgen, weil ich für komische, kranke Gedankengänge habe. So.
nicht klauen lassen, enge Kurve fahren hier. Was ja mit dem John Deere kaum machbar ist, ne? Gibt es was Schöneres im Regen, als hier das Zeug einzusammeln? Ich meine, wenn ich nur an Steuer sitzen müsste und könnte dann so wie jetzt hier per Tastendruck da die Sachen drauf hüpfen können, würde mich das nicht stören, sofern das Häuschen hier vom Trecker dicht wäre und noch vielleicht ein bisschen Heizung und Radio, Käffchen dabei, wäre mir das doch Wurst. Aber du musst ja, in Wirklichkeit müsstest du ja mal aussteigen und draußen im Regen das Zeug aufladen. Das wäre nichts für mich. Das wird mir nicht, also zumindest wird mir das keinen Spaß machen. Ich kenne das ja vom Pizzafahren her. Ja, wenn so ein Kackwetter war, weil das manchmal für eine Scheiße ist. Da möchte ich auch mit keinem Briefträger tauschen. Ne? Die Leute, die bei der Post arbeiten, vielleicht sind bei euch ja welche dabei. So, Zusteller, wie heißt das eigentlich? Briefträger sagt man nicht mehr. Postbote, sagt man das noch? Irgendwie Postzusteller oder so, wie heißt das? Na, wenn jetzt Frühling ist und es ist sommerlich, schönes Wetter und dann kommt der Zusteller mit seinem Fahrrad entlang gefahren, quietsch vergnügt im Sommer oder so, ne? Und fährt die Post aus, da könnte man denken, Mensch, das ist doch ein toller Job, ja, haha. Aber auch nur, wenn das Wetter mitspielt. Dafür kriegst du dann für alt und für neu, im Winter oder wenn das Regenwetter ist, dann sitzen andere nämlich schön in ihrem Büro oder so und die müssen dann da durch diese Scheiße kämpfen. Das muss man auch mal bedenken dabei, ne? Das ist alles, hat alles seine Kehrseiten, jede Medaille. So, wenn ich jetzt aber schon mal hier mit so einem halbleeren Ding losfahre, dann können wir auch die blöden Erdbeeren auch noch mitnehmen, oder? Würde ich sagen. Komm hier, spring mal auf hier. Zack. So, los geht's. Let's fahr zu Bakersfield. Im Regen. Im echten Bakersfield in Amerika dürfte es seltener regnen. Das ist so richtig da an der Westküste. In der Nähe da von Los Angeles. Da ist ja ziemlich trocken alles. Aber hier unser New Bakersfield, da ist ja dann doch manchmal ein bisschen rainy. Was mir aufgefallen ist bei Hogwarts Legacy, wenn man da draußen rumläuft, ich bin noch ziemlich am Anfang, ich habe noch nicht mal einen Besen. Ich habe ja gestern erstmal so ein paar Stündchen ein bisschen reingelöscht. Da regnet es oft, ne? Klar, spielt ja auch in England. In England regnet es immer. Immer. Wenn da mal der Regen aussetzt zwischendurch, dann ist das für die eine Naturkatastrophe. Dann kennen die das gar nicht, dann kriegen die Angst. So, jetzt mal gucken, dass wir jetzt nicht aus Versehen zur falschen Abladestelle fahren. Hier soll das hin, damit die losfangen können. Rat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 . Ja, und die Erdbeeren, die bringen wir dann mal eben hier in dieses Bäckergeschichten-Dings rein. Warte mal, die könnten wir zu der anderen Bäckerei bringen, weil die bei uns zu Hause hat letztes Jahr doch einiges an Erdbeeren abgeknabbert. Da war schon tüchtig, ne? Da steht der Stumpf noch aus dem Asphalt. Da muss ich mal irgendwann mit der Fräse hier hin, ne? So. Habe ich rückwärts reingemacht? Kann ich mich nicht dran erinnern. Naja, egal. So, und den fahren wir jetzt vorne zu der anderen hin. Ich muss aber hier nochmal zurück. Hätte ich aber erst machen können. Pass mal auf. Da muss ich mal eben dahin. Ich muss das ja noch anstarten, dass der auch loslegt hier. So. Also, sag mal, was hast du denn da? Och, nicht viel. Das ist doch ein Witz. Das ist doch ja nix. Tomatensoße. Aktivieren. Mixed-Salat. Aktivieren. Siehst du wohl. Dann müssten wir dann hier irgendwas behalten. Ne, das läuft alles. Ja, geht los. Oh, das ist aber auch ein Wetter, ne? Mann. So ein Wetter in Scum nervt dich immer auch. Also, oh, weil es dann so dunkel. Oder im Subsistence, wenn dann so ein Lärm ist und man keine Viecher mehr hören kann. Das ist brandgefährlich. Vorsicht, nicht hier über das Gitter fahren, sonst sind die Erdbeeren futsch. Die sollen ja hier hin. Ah.
Siehst du, die greifen sich dir nämlich her. Aber nicht viel, wa? Ja, dann war ich hier wohl. Dann komme ich da raus. Ne, da komme ich nicht raus und muss zurücksetzen. So, geht so, müsste das klappen, oder? Also doch wieder zurückbringen. Und dann können wir ja auch hier, was die Molkerei und die Bäckerei so rausgespuckt haben, können wir ja schon mitnehmen dann. Also was in den ins Lager soll. Das verkaufe ich ja sofort. Bis auf den Kuchen. Das ist natürlich ein bisschen doof, dass Nudeln und Kuchen hier so gemeinsam. Ach, das ist dann immer. So, wo müssen wir das denn hinpacken? Hier, ne? Ja, warum fahre ich denn dann so doof? Ach, guck mal, was Neues. Was ist das jetzt hier? Schweinefutter. Da gibt es keine Palette, richtig? Das ist ein richtiger Trog. Schweinefutter. Das packe ich doch ins Lager, oder? Ja, sicher. Warte, ich fahre jetzt mal eben eine Schleife, weil ich wieder doof gefahren bin. Und wenn wir mal Schweine haben, haben wir schon ordentlich Schweinefutter. Könnte man ja auch mal mit loslegen, ne? Schweine? Ich würde sagen, wir sammeln alles ein, was hier nicht nied- und nagelfest ist. Packen das erstmal. Oh, kommt er da dran? Ja, zum Glück. Zum Glück kommt er da dran. Das auch schon mal drin. Und dann sammeln wir alles ein, was wir einsammeln können hier. Dann wird die Karre ja auch schon wieder einigermaßen voll. Natürlich nicht ohne Moni-Sicherung. Stopp! Hüpf rauf! Fahren alle per Anhalter. Und dann nochmal hier eine Schleife gedreht. Die erste Schweinefutter auch rein. Schaber Weinefutter. Ich frage mich, wenn ich jetzt von allen möglichen Produkten, von jedem nur eine Palette mache, ob dann hier die Reihe rechts neben dem Tacho, ne, wo das alles aufkommt, ob das dann bis oben an den Bildschirmrand geht. Ja, da ist das schon einiges. Jetzt kommt ja noch mehr dazu. So, was haben wir da noch? Butter, ne? Butter oder Schokolade oder beides? Ich glaube, steht nur eine Palette hier, ne? Habe ich gerade so mit einem Auge gesehen. Ja, einmal Butter. Los Butter. Hüpf. So. Und dann da noch den. Ja, den sollst du auch nicht nehmen. Hier. Immer drauf gesprungen hier. Zack. Und noch ein bisschen Zucker geholt hier. Wir nehmen alles mit, was hier rumsteht. Wie so ein Klüngelsammler, so ein Trödler. War früher, ne? Da kommt der Trödler. Sind die doch mit so. Pritschenwagen, das gibt es heute noch, aber seltener. Durch die Straßen gefahren, haben so eine Melodie gepfiffen und haben die Leute ihr ganzes Zeug, Schrott und Trödel oder was der eben gerade gesammelt hat. Gab auch Lumpensammler, hat er eingesammelt, konnte man kostenlos abgeben dann. So. Ja, gucken wir mal, ob wieder Möbel da stehen, aber ich glaube, bei der affenartigen Geschwindigkeit, die die Schreiner da zutage legen, wird das so nichts mehr. Wir haben jetzt Herbst, also vielleicht zu Weihnachten, das sind Fußbänkchen fertig haben. Ja. Das macht ein rüstiger Rentner in seinem Werkzeugkeller, in seinem Hobbykeller, aber dreimal schneller. Der baut dir ein ganzes Wohnzimmer bis Weihnachten. Ich muss immer so ein bisschen meckern.
Ja, das finde ich tatsächlich zu übertrieben langsam. Also, das ist fern jeglicher Realität. Haben wir da schon Wolle? Wolle wollen kaufen? Da ist Wolle. Ah, das ist aber nicht voll, ne? Trotzdem, ich möchte hier diese Anzeigenpalette mal hochtreiben. Ich nehme das jetzt mal rauf hier. Pass mal auf, ich mache jetzt was ganz Beklopptes. Ey, stehen bleiben. Zack. Wolle. Bäh. 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 Oh ja, komm, wir spielen mal ein bisschen. Jetzt nehme ich nämlich noch eine Palette Mehl drauf. Eine Palette Mehl. Und dann fahren wir mal bei den Eiern vorbei und beim Honig. Ach komm, die nehmen wir alle mit. Wenn schon, denn schon. Packen wir alles ins Lager. Ist egal. So. Da kommen bestimmt noch mehr. Das ist jetzt aber nicht wichtig. Oh. Ja, fängt schon ein bisschen an zu kotzen hier. Da stehen schon wieder drei. Dachte ich mir nämlich. Haben wir da noch was stehen? Ja, irgendwie Kuchen. Na klar. Geht das oder fällt das? Pass auf, dann müssen wir hier wieder Trick machen. Die Moni hat schon wieder zugeschlagen. Fast. Pass auf, hat keinen Zweck so. Zack. Ey. Wieso geht das nicht weiter? Ey, was ist denn jetzt? Nein, so nicht. Da hat auch sonst immer gut geklappt. Vielleicht nicht so ganz so schnell drücken. Eins nach dem anderen. Springt mir bitte auf mein Auto. Puh. Weiter. Nee, vorwärts. Wollen wir doch mal gucken, was die Eier sozusagen haben. Und der Honig, ne? Die Palette ist das schon mal. Hausaufgabe für das nächste Mal. So viel Paletten ansammeln lassen, dass wir hier die Reihe bis oben an Dach kriegen hier. Ja. So, jetzt einmal hier rum. Wir lieben Lebensmittel. So, und jetzt noch zum Honig. Aber ich glaube, mehr kriege ich dann jetzt nicht. Wusste jetzt nichts, ne? Oh, da fällt mir ein, da ist doch bestimmt der Sammler voll. Und steht dann da und kostet Geld. Ich vergesse das immer, darauf zu achten. So, bitte keine Dramen jetzt hier. Boah. 4000 Liter Zucker. 7, ach, das geht da weiter. Aber der wird nicht voll. 700 Liter Spaghetti. 3340 Liter Eier. 1600 Liter Kuchen, 700 Liter Tomatensoße, 700 Liter Premiumkartoffeln, 700 Liter Pommes, 1000 Liter Schweinefutter, 3000 Liter Mehl, 825 Liter Wolle, 400 Liter Honig, 1000 Liter Butter, 700 Liter gemischten Salat. Ist das nicht geil? Das ist ja wie bei Edeka hier hinten am Anhänger, oder? So, jetzt lasse ich aber trotzdem erstmal stehen hier. Wir müssen mal rübergehen. Siehste? Siehste, da müssen wir jetzt aber schnell hin. Der kostet nämlich Geld, der Saupanz. Der ist schon wieder am Dubbeln, obwohl ich das verboten habe. Geht ja gar nicht. So. Hat ja nicht so viel geschafft, ne? Also das ist schon. Aber dafür kriegen wir dann noch Steine für unseren Kalk. Das ist schon in Ordnung. Ich muss darauf achten, ob noch genug Wasser da drin ist in der Fabrik. Ich denke aber schon, ne?
Da haben wir ja jetzt den großen LKW, damit geht es halt schon ganz zügig. So, jetzt fahre ich hier ein bisschen rüber und lasse die Karre hier stehen. Gut, dann kann der erstmal weitermachen hier im strömenden Regen. Es ist fester geworden, der Regen, ne? Würde ich sagen. So, das bringen wir jetzt erstmal ins Lager. Oder haben wir noch irgendwelche Produkte, die ich noch einsammeln kann, um diese Auflistung weiter ins Verrückte zu treiben? Das ist doch Schlaraffenlantös, was wir als an Fresszeug haben, ne? Ja, da könnte man sagen, so, und das ist eigentlich so mein Ding, ne? Nochmal so darauf hin, welche Spiele ich mag und welche nicht so, ne? So was dann irgendwo einlagern und dann bis zum St. Nimmerleinstag auf jeden Fall immer ausgesorgt haben, immer genug zu essen. Das ist für mich so mein Ding, mein Spiel. Das ist so die Befriedigung des Bedürfnisses nach Sicherheit und Geborgenheit in den unsicheren Zeiten, wo man Angst haben muss, vielleicht nicht mehr genug zu essen zu haben eines Tages oder medizinisch nicht versorgt werden zu können oder man unsicher leben muss in einer Anarchie oder Kriegsgebiet oder weiß der Teufel. Einfach mal irgendwo geborgen und sicher sein, wo sowas alles nicht passiert. Das ist eigentlich so das, was ich mir wünsche. Und das ist das, was ich so ein bisschen, zumindest im Spiel, dann realisiere. Und das ist egal, ob das Subsistence ist, da baue ich mir eine stabile Base, oder auch in Seven Days mit den Dreifachwänden. Das ist, ne? Und bei so einem Spiel wie Hogwarts Legacy zum Beispiel, da geht das nicht. Und deswegen ist das eigentlich gar nicht so meine Welt. So, was wollten wir jetzt machen? Ich wollte vor allen Dingen, ich mache erstmal den Motor aus, mal eben gucken, bevor wir dann mit der Düngerei anfangen, wie hier mit Silage aussieht. Ob wir da schon mal was machen sollten. Wir müssen ja auch noch mehr Gras mähen. Naja, ich habe da nie Lust zu. Jemand hat letztens bei meinem letzten Livestream gefragt, aber ich glaube, war beim Livestream. Wann machst du denn mal einen Livestream Landwirtschaftssimulator? Tja, könnte ich. Aber ich denke mal, wenn ich das mache, dann will ich mit euch quatschen. Dann wird 2,5 Stunden, 3 Stunden nur Gras gemäht. Dann wären wir hier aber richtig da, ne? Dann wäre das voll hier. Guck mal, ist alle. Siehste? 187.000 Liter Silage sind drin. Wir müssen Rasen mähen. Also Leute, die nächsten 5 Folgen Rasen mähen. ne, jetzt gehen wir erstmal düngen, ne? Können wir das mit dem Trecker machen? Ja, wa? Kann der doch, oder? Der kann doch die Streukarre ziehen, ne? Wo steht die? Die steht da drüben, ne? Naja. Weiß aber jetzt nicht, was drin ist, aber kann man ja dann wechseln. Das ist ja nicht das Problem. Oh, kann der Regen mal aufhören? Der Regen macht mich sauer. Und ist sauer. So. Gehen wir mal den Düngegedönsel holen hier. Der Düngegedönsel. Und dann fangen wir da an. Wenn da Kalk drin ist, könnte ich ja erst kalken, oder? Weil ist ja eigentlich völlig Wurst. Aber der ist ja noch nicht fertig, der Kalkbrauch. Kann ich das eigentlich auch auf der Map sehen? Warte mal. Das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Warte mal, Bodenbeschaffenheit war das, ne? Wachstum. Benötigt Kalk. Siehst du das hier und das nicht? Da kann man das gut sehen. Und hier können wir noch nicht anfangen, weil der noch nicht mit dem Sammeln fertig ist. Das heißt also, wir fangen an mit dem Düngen. Was haben wir hier drin? Kalk. War ja so klar. Pack mal aus. Packt er natürlich auf die Seite, aber ist ja nicht so viel, ne? So. Komm, mach mal. Vorwärts. So, und hier ist Dünger, ne? Und nicht wenig. Und wir brauchen ja auch einiges da. Fahren wir den mal so, dass wir da gut rankommen. In dem Moment, wo der die aufklappt, sind wir dran. Siehst du hier?
er gleich wieder zu. Geh wieder auf, weiter. Ja. Ja, das wird alles da reingehen. Das war ja auch da drin. So, da war jetzt einiges. Der wird ja fast voll, oder? %? Oh. Nee. Hier, geht direkt weiter. Keine Müdigkeit vortäuschen hier. Aber so im Regen ist das ja wohl auch oll, oder? Nicht, dass das im Regen keinen Effekt hat. Ich weiß ja, dass beim Ernten da ist mit dem Regen, das ist doof. Ich weiß nicht, ob da ein Hinweis eingeblendet wird oder ob man einfach die Arschkarte hat. Boah, guck mal, 80% schon. Ja, geht schon einiges rein. Das wird jetzt über 12.000 Liter. So. Dann wollen wir mal. Fange ich wieder hier unten an der Ecke an. Ja, ist immer noch so, diese wertvolle Arbeit, die gemacht werden muss, ist einiges. Humpel. Wer hat denn hier diese unebenen Bodenwellen gemacht? Das ist ja furchtbar. So, jetzt heißt es erstmal, gerade beim ersten Mal wieder, schwierig zu sehen. Ja, so. Ich hoffe. Ja, ein bisschen rüber noch. Oh je, da kommt ja gar nicht den Berg hoch hier. Und das kostet. Das ist scheiße, das geht so nicht. Leute, wer soll denn das bezahlen? Oh Mann. Ja, jetzt bergab. Aber wenn der die ganze Zeit rausrotzt. Das ist ja doof, oder? Ja, jetzt wird schon fast knapp da. Hm. Jetzt geht wieder bergauf, es bleibt ja wieder fast stehen. Müsste man mal gucken, ob die Zahlen langsamer zurückgehen, wenn wir langsamer fahren. Dann wäre das ja eigentlich egal. Dauert zwar ein bisschen länger, kostet aber nicht mehr. Aber ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube, in der Realität sprüht er, egal wie schnell ich fahre. Und wenn ich dann langsamer fahre, dann haue ich eben mehr Dünger auf die gleiche Stelle und dann ist das ganze Dünggedöns natürlich teurer. Ich meine, so weit, so logisch, oder? Ah, nein! Nein! Ich dachte, das passt. So. Hm. Deswegen brauchen wir einen neuen Trecker. Also da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist einfach so. Ja, dass hier ein Streifen entsteht, war irgendwo ein Stück weit klar. Bäm. Naja. Hier, ne? Ja, wenn er denn mal in Wallung käme. Ah, das ist scheiße. Und er schreit und jammert und brüllt, ich will in Rente. Guck mal, ich schaff da doch gar nicht mehr. So ähnlich wie ich. Ja, jetzt fahre ich trotzdem gerade, auch wenn wir da drüben ein bisschen mehr über
versuchen, das bisschen wieder zu begradigen. Joa. Und jetzt geht's wieder bergauf. Das ist eine Berg- und Talfahrt hier, wie auf der Achterbahn. Achterbahnfeld. Können wir jetzt dem Feld einen Namen geben hier? Achterbahnfeld. Zack. Jetzt kommt wieder freie Fall. So, ne? Joa. Bisschen früh eingeschaltet. Na gut. Wie war das mit Silage verkaufen? Im Herbst oder im Winter? Ich hab das schon wieder vergessen. Dann weiß ich aber, dass das mal Thema war. Aber das ist schon alles, was ich noch weiß. Mann, Mann. Oh. Oh, dieses Wetter. Hör doch mal auf zu regnen, ey. Das ist doch total oll. Wenn man jetzt mit Mineraldünger, ich meine, wenn man jetzt mit Flüssigdünger spritzt, das würde doch verdünnt werden. Das wäre vielleicht gar nicht gut, ne? Oder ist das gut, weil sich das dann besser einschwemmt? Wo sind die echten Landwirte und Landwirtinnen, die einem das sagen können? Die das genau wissen? So hatte auch jemand mal geschrieben, jetzt letztens in einem Kommentar, also da, dein Erntemaschinenmod, das ist totaler Quatsch, das ist dermaßen unrealistisch, es gibt keine Erntemaschinen, die mehrere Früchte können und so, ne? Gibt's überhaupt gar nicht. Und auch diese Geschwindigkeiten, diese Füllmenge, das ist total unrealistisch. Ja, das kann sein. Obwohl eins, nee, ich habe mal geguckt, also jetzt nicht nach Erntemaschinen für Landwirtschaftssimulator, sondern nach realen Erntemaschinen. Und da habe ich die gefunden, hier diesen Tiger. Und da stand auch was bei für Zwiebeln, Rüben, Zuckerrüben, dit und jenes. Also für mehrere Produkte. Ich denke mal schon, dass man natürlich vorne das Schneidwerk entsprechend umbauen muss. Aber da, ich meine, ich muss dabei sagen, ich bin jetzt nicht vom Fach. Also ich bin da keine Expertin und kenne mich da gut aus. Aber ich habe sofort gefunden, reale Verkäufer von den realen Maschinen. Und da standen eben mehrere Früchte angegeben. Ich kann mich jetzt aber nicht erinnern, genau wie das jetzt war, ob da jetzt verschiedene Schneidwerke da angebaut werden müssten dann dafür, was ja eigentlich logisch ist. Ne, aber das kann ich mir schon vorstellen. Ich denke mal, wenn hier so ein Landwirt ist, der jetzt verschiedene Produkte anbaut, der kann sich doch nicht für jede Produktart da so ein millionenschweres Gerät zulegen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mähdrescher kann ja auch verschiedene Getreidearten. Ah, jetzt sind wir hier doof, ne? Das ist jetzt oll hier. Aber mal gucken, ich fahre so ein bisschen rüber. Weil das wäre jetzt sonst... Na... Wie auch immer. Ist alles nicht so der Burner. Dann haben wir noch 86%. Ja, komm. Auch wenn das ein bisschen länger dauert. Also das ist ja relativ sparsam. Der Mineraldünger. Wir produzieren den ja auch selbst. Ist das ja alles nicht mehr so ganz so dramatikalisch, ne? Dramatikalisch nicht. Der steht schon wieder da drüben. Ja, oh, ey. Ich werde hier gut auf Trab gehalten. So, aus die Karre. Aus die Maus. Rüberspringen. Siehst du, der steht schon wieder hier. Ich habe schon wieder nie aufgepasst. Der steht bestimmt schon wieder länger und frisst mein Geld auf. Ist schon wieder am Dubbeln. Sag mir doch Bescheid, wenn du stehen bleibst. Ich habe dir doch eine SMS geschrieben. Wird da oben rechts eingeblendet. Ja, da muss ich aber doch mal hingucken. Ja, da musst du nicht auf Stumm schalten. Kann man das mit einem Klingelchen versehen? So, dass er sagt, bing. Weiß ich gar nicht. Könnte sein, ne? Weil das wäre für mich durchaus praktisch. Merci. So, weitermachen. Nicht einschlafen hier bei der Arbeit. Ich weiß, das ist echt eine Herausforderung. Nicht einzuschlafen dabei. So. Boah, ich hab richtig das Gefühl, es ist nass. Ich möchte meine Jacke zumachen hier. Das ist natürlich so, kann das nicht gehen. Wir müssten da ein bisschen rüber. Ah, das wird alles nicht so toll hier, glaube ich. Ja.
Ja, dann bleibe ich jetzt mal so. Muss ich gerade hier in dieser Spur. Ach ja. Wäre ich auf. Ja. Mensch, wenn ich den jetzt nicht repariert hätte, Trecker, und der wäre jetzt so auf 20-25% Reparaturstand, der würde hier stehen bleiben, glaube ich, ne? Ich glaube, da geht gar nichts mehr. Aber vielleicht wird er ja ein bisschen schneller hier bei den Hügeln, wenn erstmal ein bisschen mehr von dem Dünger raus ist, dass er leichter wird. Realistisch wäre das ja, ne? Dass er dann ein bisschen besser rankommt. Ich glaube, das ist ja auch ganz gut programmiert und mit einbezogen hier in die ganzen Physics. Irgendwann werde ich die beiden Bäume da auch noch absäbeln. Ich kenne das schon. Wie oft ich da schon drum rumgegurkt bin. Ne, hier die Bäume. Wie oft die mich schon gestört haben und ich da irgendwelche Schlenker fahren musste. Irgendwann mache ich die weg. Reicht's mir einfach. So. Next row. Jo, aber die Zeit ist schon wieder durch. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und lasst mir ein Like da, schreibt Kommentare und seid beim nächsten Mal gerne wieder dabei. Aber denkt dran, jetzt jeden dritten Tag, für eine ganze Weile, für wie lange weiß ich noch nicht, aber ab jetzt jeden dritten Tag. Heißt also, nächste Folge Landwirtschaftssimulator kommt nicht übermorgen, sondern, wie heißt das, übermorgen morgen, in 3 Tagen. So dass jeden Tag jetzt eine Folge kommt, nur eben nicht von der gleichen Staffel. Ne? Jo. Bis dann, bye bye und tschüssi. A wise man once said, to forget how to dig the soil, tend the earth, is to forget ourselves. Well, maybe some have, but a few of us still know. You gotta be willing to put in the time, make the sacrifices.